Hi und herzlich willkommen bei Restauration und Technik. Wir neigen uns langsam dem Ende entgegen. Am Kreidler Florettmotor montieren wir jetzt endlich die Zündung. Nachdem wir den kompletten Motor gemacht haben und alles wieder zusammengebaut haben, kommt jetzt noch zum Schluss die Zündung dran. Wenn ihr meine anderen Videos sehen wollt, schaut doch mal auf meinem Kanal nach. Da findet ihr dann alles, was ich hier an diesem Kreidlermotor gemacht habe. Zunächst müsst ihr mal aufpassen, wenn ihr die Zündung wieder montiert. Also ich bin ja immer der Freund davon, Originalzündung wieder zu benutzen. Man kann zwar eine elektronische Zündung einbauen, aber ich habe es doch recht gerne, wenn alles original ist. Und ich mag auch gerne wieder die bestehende Zündung wieder einbauen. Die Zündung an sich sieht bis jetzt gut aus. Der Unterbrecherkontakt hier macht auch noch einen sehr guten Eindruck. Das heißt, hier dran muss ich eigentlich nichts tauschen. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ist hier drin gibt es einen Filz. Das seht ihr jetzt hier, gibt es einen kleinen Filzlappen, der läuft hier auf der Kurbelwelle. Das ist dafür da, dass dieser kleine Kunststoff hier, der den Unterbrecher immer auf und zu macht, dass der immer sauber bleibt. Wenn der bei euch ein bisschen ölig oder verschmutzt ist, empfehle ich, nehmt ein bisschen Bremsenreiniger, sprüht es an, drückt es mit dem Finger ein bisschen aus, dass ihr das einfach irgendwie sauber kriegt. Und dann versucht ihr noch ein bisschen rauszuziehen, kneift den da ein bisschen und zieht den ein bisschen raus, dass der auch wieder ein bisschen Spannung hat auf der Kurbelwelle. Was ich vor dem Ausbau gemacht habe, an alle, die die vorigen Videos nicht kennen, bevor ich eine Zündung ausbaue, es gibt zwar eine Serienmarkierung, dass man die Ankerplatte hier ein bisschen verdreht und dann hat man eine Markierung, wo das sein sollte. Allerdings kann die ja immer nachgestellt worden sein. Und wenn der Motor sehr gut gelaufen ist, soll man die Einstellung beibehalten. Ich mache mir dafür zusätzlich neue Markierungen. Und zwar habe ich hier, ich hoffe, man sieht das ein bisschen, mir mit der Anreißnadel zwei Markierungen gemacht. Und diese Markierungen, die finden sich dann hier auch am Motorblock dann wieder, also am Motorgehäuse, woran ich die Ankerplatte dann schön ausrichten kann. Zunächst wollen wir erstmal die ganze Ankerplatte und die Zündung montieren und am Schluss setzen wir dann das Polrad auf. Ganz am Schluss kommt dann hier noch ein Deckel drauf, wo ja das dann alles ein bisschen abdeckt. Wie ihr seht, der Deckel ist jetzt schön hochglanzpoliert. Ich zeige euch dann auch hier nochmal, wie es davor ausgesehen hat. Und wenn es euch interessiert, wie man sowas poliert, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Dann zeige ich euch, wie man das am einfachsten und auch kostengünstig selber machen kann. So, jetzt schrauben wir hier erst alle Schrauben wieder raus. Und dann setzen wir die Ankerplatte erstmal grob drauf und schrauben die Schrauben an. Aber nicht fest, sondern nur so weit an, dass man die Ankerplatte noch schön leicht drehen kann. Wichtig ist natürlich, dass ihr auch das hier oben schön wieder einführt, das heißt die Kabeldurchführung schön wieder durchführt, dass das alles hier ordentlich drin sitzt. So, ich kann jetzt hier die Ankerplatte schon in den Aussparungen hier schön hin und her drehen. Das heißt, das liegt auch alles schön an. Wenn es dreckig oder verschmutzt sein sollte, achtet darauf, dass ihr die Ankerplatte unten drunter und auch diese Auflagen hier erstmal schön ein bisschen reinigt. So, nun seht ihr, ich habe die Schrauben angezogen und einfach noch eine halbe Umdrehung wieder gelöst. Jetzt kann ich hier die Ankerplatte schön wieder hin und her bewegen. Nach oben, nach unten lässt sie sich nicht verschieben. Aber ich kann sie hier schön seitlich drehen. Jetzt muss ich nur hier schauen, das kann ich auch am besten hier mit einer Lampe tun, wo meine Markierungen sind und richte es genau anhand den Markierungen wieder aus. Ist mir hier die Unterlegscheibe noch ein bisschen im Weg. So. Und
Und jetzt ist enorm wichtig, dass die wieder genau übereinstimmt. Das heißt, ich montiere mir das hier und dann ziehe ich die Schrauben vorsichtig an und achte darauf, dass sich die Ankerplatte nicht verdreht. Das heißt, ich tue erstmal zwei, drei Stück hier fixieren, schraube die ein bisschen an und dann überprüfe ich das Ganze nochmal. Und das sieht soweit gut aus. Und dann kann man hier die Schrauben auch wieder normal vernünftig fest anziehen. So, die Ankerplatte wäre soweit montiert. Der Unterbrecher lässt sich hier auch schön bewegen. Und nun können wir das Polrad wieder montieren. Hier darauf achten, es gibt einen Nutenstein. Achte darauf, dass ihr diesen Nutenstein nicht verliert, wenn ihr das Polrad abzieht. Der Nutenstein muss dann hier in diese Öffnung von der Kurbelwelle wieder eingelegt werden. Es kann natürlich erstmal ein bisschen eine fummelige Arbeit sein, weil das natürlich schön sauber drin sitzen muss. So. Dann richtet ihr den ungefähr ein bisschen aus, dass er ganz leicht zu der Neigung zu euch ein bisschen vertieft ist. Dass man hier die Kurbelwelle schön aufschieben, das Polrad schön aufschieben kann und dann richtet er sich aus und ist gerade. Hier auch darauf achten, dass alles schön sauber ist. Wenn ihr das Polrad abzieht, kann es sein, dass hier drinnen diese Laufflächen einfach ein bisschen verdreckt sind von Schmutz oder auch von Korrosion, dass sie schon ein bisschen oxidiert sind. Das gleiche hier mit diesen Abnehmern hier auch. Dann geht ihr mit ganz, ganz feinem Schleifpapier oder so einem Schleifvlies drüber und macht das alles schön sauber. Putzt das alles ordentlich ab, blast es ein bisschen ab, dass da keine Reste drin sind. Es muss absolut sauber sein. Und dann können wir hier beim Polrad schauen, gibt es diese Nut und dann gehen wir genau auf diese Nut, auf diesen Nutenstein drauf. Und wenn man es nicht richtig sieht, nehmen wir noch eine Lampe zur Hilfe. So, seht ihr es? Wir müssen noch ein bisschen hin und her bewegen und dann flutscht es drauf. Jetzt ist das hier soweit fest. Jetzt drehen wir das hier alles noch ein bisschen und dann schauen wir natürlich mit der Lampe auch rein, ob sich hier schön der Unterbrecher öffnet. Das sieht jetzt hier soweit gut aus. Den Unterbrecher stellt ihr wieder ganz normal mit einer Fühlerlehre. Das ist sowas hier. Mit der Fühlerlehre wieder den richtigen Abstand ein. Aber dazu tut ihr erst das Polrad festschrauben. Und den Unterbrecher wird allein nur von hier her dann eingestellt. Es kommt dann erst die Scheibe hier drauf. Dann die Mutter. Die wird natürlich entgegengesetzt angezogen. Und dann können wir das Ganze hier auch schon festziehen. Mal schauen, die ist zu groß. So. Jetzt ist es natürlich so, man sollte das jetzt nicht nur so von Hand anziehen, weil sie könnte sich ja dann wieder lösen. Dafür gibt es auch so ein Spannband. Das nennt sich auch Ölfilter-Spannband. Damit kann man auch wunderschön auch Ölfilter lösen. Ich benutze es aber auch gerne, um Polräder ein bisschen anzuheben, dass ich die Schrauben lösen kann. Das Werkzeug verlinke ich euch natürlich dann auch wieder gerne unten unter der Videobeschreibung.
So, das ist fest genug. Sonst können wir es dann irgendwann nicht mehr lösen, wenn wir das dann wegnehmen wollen. Und wenn wir jetzt dann fertig sind, wenn ihr den Unterbrecher noch eingestellt habt, wird dann nur noch diese Scheibe hier eingelegt. Dabei gibt es dann hier auch kleine Aussparungen an der Seite, weil das Blech hier hat kleine Näschen. Na. So. Und dann kann man diesen Sicherungsring hier wieder schön einlegen. Achtet darauf, dass der Ring hier schön hinten liegt. Und dann ist das fest. Nun hier wieder Zündkerzenstecker drauf. Das Licht soweit anschließen und fertig. Anleitung, was die Einstellwerte sind für den Unterbrecher und auch was man hier noch alles braucht und wie man das demontiert, verlinke ich euch auch gerne unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das alles nochmal detailliert nachlesen. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt oder Anregungen habt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr das unten in die Kommentare schreibt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst mir noch gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao.